Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blue Dragon Awakened Shadow. Jetzt habe ich leider vergessen, unten anzufangen aufzunehmen, aber was soll's? Dann gucken wir uns den langweiligen Weg hier nochmal an. Und fertig ist der Weg, den wir nochmal angeguckt haben mussten. Licht fließt in eine Richtung. Ja, wir wollen mit dem Licht schwimmen. Kann man überhaupt mit dem Licht schwimmen? Okay. Was war gegen die effektiv? Wind? Geht. Okay, es war Wind. Es war definitiv Wind. Kann sein, dass die trotzdem sehr viel Schaden machen. Und ich bin gleich tot. Oh, explodiert er? Oder auch nicht? War das... Eichentoffer? Ich komme gar nicht mehr nach mit den Items, die wir gerade aufsammeln. Also wirklich, Spiel, das ist doch nicht so viel gewesen. Heilen wir uns. Und als nächstes ein Schild. Aber erstmal nach dem Generieren. Und ja, wir wollen mit dem Licht schwimmen. Ich frage mich immer noch, wie wir zurückkommen sollen. Wenn wir da lang... Oh, okay, da ist eine Konsole. Wir können da nicht lang schwimmen, oder? Nee, können wir nicht. Du da hinten, du Schild. Genau. Ich wollte Schild. Jetzt können wir ganz normal raufballern. Was hat da eben so viel Schaden gemacht? Scheiße. Pff, ich brauche ein Wasserschwert, locker. Ich brauche Wasserschwert. Alter, zieht das was ab. So, hier ist nichts. Nicht aufnehmbar. Toll, ich habe zu viele Sachen oder was? Das finde ich jetzt fies. Die können wir auch nicht nehmen. Okay, dann würde ich sagen, das hier aktivieren und da, wo die andere Box... doch, ja, natürlich wollen wir. Aber die andere Box ist, ist eine Truhe, würde ich sagen. Also gehen wir da auch zuerst hin. Ich meine, das ist nur ein so ein kleines Gebiet. Was sollte sonst da sein? Also was anderes als eine Truhe kann, da, kann es da doch nicht geben. Ja, meine ich doch. Und wenn das jetzt nichts gewesen wäre, dann hat mich das Spiel verarscht. Ankerstahl? Was konnte man damit nochmal machen? Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht. Doof ist nur, Schalter umlegen, hin, Schalter umlegen und dann geht's weiter. Ach Gott, solche Sachen, die mag ich nicht für ein Let's Play, aber an sich hat's doch schon was. Gut, dann hoffe ich mal... Nein, Schild habe ich nicht mehr. Schade. Soll ich es nochmal aktivieren, und zwar bevor ich dahin gehe? Ich glaube, das mache ich gleich einfach mal, bevor ich hier rüber gehe. So, Schild. Ja, wir wollen in eine Richtung mit dem Licht fließen. Wie, jetzt sind hier keine Gegner. Ach, wäre auch zu schön gewesen. So, ich brauche immer noch ein Wasserschwert. Immer noch. Und wo ist mein Windschwert geblieben? Windschwert? Mein Windschwert war immer noch nicht da. Dann nehmen wir es nochmal. Ja. Wo kommst du denn her? Ach nee, ich hab getroffen, nicht gekillt. Level 11 für den Phoenix. Moment, der Phoenix bekommt mal 11 HP. Der ist doch sogar so Magie-geskillt. Auf MP, also. Und ich kann schon fast keine Items mehr aufnehmen. Mein Gott. Reichend. Ich hätte was in die Box legen sollen. Ach, von wegen hier Box und so nicht gut. Was ist das? Schlüsselkarte? Chamäleon. Keine Ahnung. Ankerstahl. Robust. Ausbessern von Waffen. Oh, was bringt jetzt der Rang C-Apfel? Oh. Ja, wie soll ein Apfel bitte schon eine Rüstung verbessern können? Das muss man nicht verstehen. So, wo sind Items? Ausrüstung dann halt. Kann man hier auch was wegschmeißen? Ja, kann man. Vielen Dank. Dann wollen wir doch hier einfach mal Sachen wegschmeißen. Was war das hier? Eichentonfer? Nahkampfwaffe, mysteriöse Waffe, die aus einem Stamm des Königs der Bäume geschaffen wurde.
Ich nicht verstehen. Okay, das hätten wir eben auch aufnehmen können. Dafür so viel Waffen haben, würde ich sagen, wir schmeißen trotzdem ein paar weg. Einfach mal so. Hier ist auch alles voll, wollt ihr mich verarschen? Meine Güte. Ich hätte auffallen sollen. Das nicht ohne. Dann zwei hiervon weg. Und ich könnte hier alle davon wegschmeißen. Okay, nächstes Mal heißt es für mich auch Objektkiste und so reintun. So, und hier passt schon. Gut. Eichenrand war aufnehmen, obwohl wir schon eins haben. Damit können wir dann kombinieren und verbessern. Modische Hut. Und das andere? Ritterrapier. Okay, die kennen wir noch nicht. Neue Waffe für irgendwen. Oh, schon wieder eine Konsole? Was soll denn das jetzt? Ne, Fahrstuhl. Hehe, Konsole war ja ein anderes Symbol. Gut, gut. Und wann sind wir endlich... Da ist ein Speicherpunkt. Ich wollte gerade sagen, wann sind wir endlich da? Und da sowas ist, würde ich sagen, wir sind bald da. Da hier noch ein Zimmer mit Fragezeichen sind, würde ich sagen, wir erkunden mal die Fragezeichen. Sieht wie ein Forschertagebuch aus. Folgendes stand in Akira Toriyamas Testament. Ich will auch nach meinem Ableben weiter großartige Mangas schreiben. Um dies zu erreichen, wollte er einen Roboter bauen, der ihn sehr ähnlich sehen und in einem Zimmer genau wie dem seine Mangas schreiben sollte. Okay. Und was ist jetzt hier? Sieht wie ein Forschertagebuch aus, bla bla. Ein Roboter zum Manga-Schreiben bringen. Ist so etwas möglich? Keiner hat je ergründen können, was einen guten Manga-Künstler ausmacht. Man könnte auch sagen, dass dies eins der größten Rätsel der Menschheit ist. Der Menschheit, genau. Es ist ein Roboter. Ja, gut. Wieder mal nur zwei Fragezeichen. Und Speicherpunkt, würde ich sagen, überspeichern wir doch gleich mal etwas. So, den hier. Ich sollte irgendwie mal spielen und gucken, was der erste Speicherstand jetzt nochmal bringt, wenn wir Jiro helfen. Ja, wir wollen den Aufzug nehmen und wahrscheinlich bei einem Bosskampf landen. Was aber noch nicht im geringsten danach aussieht, nein. Nein, auf keinen Fall. Pff, nein. Wir müssen erstmal noch hunderte Gegenden erkunden. Hier unten. Was bist du einer? Okay, Wind ist effektiv gegen. Aua. Ist okay. Nicht Wasser benutzen, wenn du Wind machen kannst, aber was ist. Was war das jetzt? Gut. Hier könnten wir. Zu Truhe, da müssen wir aber eine Steuerkonsole aktivieren. Dann könnten wir vielleicht woanders nicht hin, aber ich habe keine Ahnung, welche Richtung das da vorne war. Also machen wir das auch einfach mal. Was ist in dieser schönen Kiste? In dieser schönen einmaligen Kiste drin? Blauer Samen! Cool, fehlen nur noch 98. Oh, das war jetzt nicht effektiv. Was soll das? Aua. Aua, ich sollte das. Ich brauche hier wirklich mal ein Wasserschwert. Ich glaube, ich muss mehr leveln. Ja, wir wollen den Schalter bedienen. Ich muss ehrlich mehr leveln mit dem. Ich brauche das Wasserschwert. Ich hoffe, das bekomme ich mit dem nächsten Level ab. Ansonsten muss ich es leider ohne kritische Treffer und so machen. Und warum immer kurz mal stocken muss und so. Moment, kann ich jetzt hier rein? Nein, natürlich nicht mehr. Hätte man das vorher machen sollen? Nö, man kommt ja sicherlich da oben jetzt weiter. Mal gucken, Erdshirt. Das bringt auch nicht sehr viel. Und die machen Schaden. Scheiße, und Ohnmacht hat funktioniert. Alter. Barrierenhut. Ich glaube, ich bin zu unterlevelt hierfür. Dann würde ich sagen, was war das jetzt für ein Hut? Barriere. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe hier Ninja kaputt. Die Verteidigung gegen Dunkelheit bringt, die ich aber nicht habe. Jetzt würde ich sagen. Wieso wurde der nicht irgendwie animiert? Ach was.
Er hat den hier. Oder den hier. Ist eigentlich egal. Also bekommt einer die Ninja-Kapuze. Vielen Dank. Warum sie beide im Chor You Saved Me sagen müssen, ich habe keine Ahnung. Hey, hier ist ja noch eine Truhe. Das ist schön. Ich hasse es, wenn das Spiel sowas macht. Ich hasse es immer noch. Danke. Ankerstahl, das scheinen wir irgendwie zu brauchen. Gut, gut. Noch so ein Typ, wie wär's mit Feuerschwert? Wie wär's mit Feuerschwert? Nein, noch weniger. Aua, das ist ihn. Aua. Das war Lichtschaden, der hat Hydrant. Aua, das ist ihn. Kommst du her? Jetzt kann ich mich auch besser nicht ranwagen. Ja, und dann haust du mich mal kurz um. Vielen Dank. Und schon wieder haust du mich um. Vielen Dank. Und wie wäre es, wenn du jetzt sterben würdest? Vielen Dank. 10% Chance Ohnmacht habe ich erhalten. Und noch ein Barrierehut. Ich glaube, wir können dann hier richtig gut Ausrüstung farmen. Barrierehut für nicht für mich, sondern sagen wir für Jiro. Gut. Ich frage mich jetzt, wo wir landen werden. Ich meine, hier ist so ein Fahrstuhl wieder. Ja, wir wollen weiter nach unten und hoffentlich finden wir bald den Schatz. Und wer weiß. Und das hier sieht mir jetzt wirklich nach Bosskampf aus. Oder auch nur ein Raum und danach geht's noch weiter. Mal sehen, du Truhe. Was hast du? Anleitung 1 erhalten, bitte. Was für eine Anleitung? So, wo sind hier sonst noch? Ja, natürlich Fahrzeug. CJW, ein Vorschüttagebuch. Endlich ist der Roboter gebaut. Wir werden ihm den Namen geben, den das Testament vorbringt. Ja, der Name des Roboters ist Toripo. Kennen wir den Namen nicht ungefähr? Ich glaube nicht. So, Aquarien und... Ja, komm, nicht immer derselbe Spruch. Ein mächtiges Erbe wird tief im Inneren dieses Labors bewahrt. Und wenn er wirklich dir das ultimative Manga schreiben will, wird er es garantiert brauchen. Und wetten, der Schatz ist das ultimative Manga. Du meinst, du bist eine künstliche Lebensform, die geschaffen wurde, um ein extrem gutes Manga zu schreiben? Und ich würde sagen, guten Manga und... Nicht... Naja... Gut. Der ultimative Manga. Bin ich das? Das sind meine Erinnerungen. Ich bin gekommen, um mein Gedächtnis zurückzuerhalten. Das ist wahrhaftig ein Schatz. Ein Schatz nur für mich. Tut mir leid, jetzt kann ich dir gar nichts von dem Schatz abgeben. Doch, wir teilen jetzt deine Erinnerungen. Und vielleicht bekommen wir ja kostenlos Manga, das wäre schön. Ist schon in Ordnung. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich freue mich für dich. Jetzt weißt du, wer du bist. Ja, ich muss Mangas schreiben. Ich muss tolle Mangas schreiben, die alle zum Lachen bringen. Oder zum Weinen, oder zum Traumen, oder Action, oder alles wirklich. So. Aber natürlich müssen wir nicht ohne Bosskampf rauskommen. Also, gib mir Bosskampf. Oder lass mich raus. Theoretisch könnten wir jetzt nach oben gehen und abhauen. Ich meine, er weiß, was es ist, aber warum müssen wir jetzt noch tiefer? Weil... Bosskampf. Okay. Ja, wir wollen in eine Richtung mit dem Licht fließen. Und da ist ein Speicherpunkt. Das ist schön bei Bosskampf. Gut, und ich glaube, ich sollte mal... Meine Mutter ist gerade zurückgekommen. Und ich glaube, ich sollte mal eigentlich vorspeichern. Nur leider kann ich ja jetzt... nicht so wirklich unterbrechen. Ich hoffe, ich werde nicht gestört. Und sieht aus, als befände sich dieser Raum am hintersten Ende des Würfels. Warte, sogar hier hinten lauern Monster? Bosskampf, Bosskampf. Was bist du denn für ein Roboter? Ein Toripo, Prototyp? Oha,
Der sieht nicht gerade nett aus. Es ist wohl besser, ihm aus dem Weg zu gehen. Aber der sieht dir irgendwie ähnlich, Toripo. Er hat ein liebenswertes Gesicht. Hm? Tut er gar nicht. Wir sehen uns kein Stück ähnlich. Das ist mir sogar aufgefallen. Du hast recht, tut mir leid. Aber wirklich, hä? Was ist da hinten? Erinnerung? Irgend so ein Manga vielleicht? Da hinten, was meinst du mit da hinten? Das Ding da hinter ihm, siehst du es? Wumm, Manga. Well, do you see that? Ja, tun wir. It's manga material written by my creator, Akira Toriyama. Was? Dann ist das also der Schatz, der in diesem Wurf versteckt sein soll? Hm, das muss er sein. Ich darf nicht zulassen, dass es jemand anderem in die Hände fällt und meine Mutter. Muso. As long as I have that, I can write some amazing manga. Ich hätte gerne ein Exemplar davon. Hey, warte, das ist gefährlich. Oh Mann, komm schon. So. Boss fight, here we go. Oh Gott. Der ist rot geworden. Scheiße, scheiße. Schön. Ich bekomme 14 Schaden, die anderen 0. Ich habe die meiste Verteidigung halt. So. Windschwert. Uiuiui, wir machen aber Schaden irgendwie. Schild, bitte wieder. Vor Schwert. Aua! Oh, der Schild ist ganz schön nützlich und Jiro ist leider tot. Was? Unser Heiler ist tot? Scheiße. Wenn wir ausgeknockt werden, ist unser Schild weg. Aua! Hoff mich auszunocken, mein Schild ist dann weg. Ich habe keine MP mehr. Ah, toll. Nein, lass Toripo in Ruhe, er darf nicht sterben. Aua, das tat weh. Heilen, heilen! Jiro darf nicht sterben! Kann es sein, dass, wenn Gegner da sind, sie sich schneller, genau. Viel langsamer regenerieren als sonst. Und ich glaube, ich verrecke hier. Wie trifft er mich da, wenn ich nicht mehr vor ihm stehe? Also ehrlich. Ich glaube, ich sollte jetzt erstmal wieder abhauen. Ich meine ehrlich, wie trifft er mich dann? Das ist doch Cheaterei hier. Nein, er ist schon wieder tot. Dabei wollte ich ihn doch gerade heilen. Und jetzt habe ich keine Heilung mehr für Jiro. Ach, stimmt, der Jiro hat den magisch. Unser Heiler ist jetzt tot. So. Ja, genau. Treff mich von wo auch immer, nur nicht. Hier. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße! Nee, ehrlich, Leute, das war gecheatet. Wie kann er mich dann treffen, wenn ich nicht vor ihm stehe? Wie soll das bitte gehen? Das frage ich euch jetzt mal ehrlich. Meine Güte. Gut, dann muss ich anders vorgehen. Und wie anders? Ich habe keinen blassen Schimmer. Vielleicht meine Teammitglieder nicht sterben lassen, Schild und Heilung aufbuffen. Oh, möglich, dass vorher uns das erste Mal schon getroffen hat. So, Windschwert. Okay, keine gute Idee mehr. Eigentlich heilen. Wie wär's, wenn mal einer heilt? Vielen Dank, jetzt komm ich wieder mit dem Schild und jetzt kommen wir drauf. Komm, wäre gut, wenn ihr permanent Magie benutzen würdet, wenn ihr könnt. Au! Au! Verdammt! Schon wieder ein Game Over. Was sowas von. Au! Komm, bitte! Welche Zahl war das jetzt? Oh nö. Sag mal sowas von Fail. Ich bin echt unterlevelt. Ich hätte doch mehr trainieren sollen. Hm. Das ist ja mal schöne Wurst. Dann sage ich, einen letzten Versuch, wenn nicht, dann gehe ich noch ein bisschen trainieren.
Aber sowas von trainieren. Meine Güte. Ach ja, und da ist mitten im Bosskampf irgendwas passiert, würde ich sagen, der Part wird etwas länger als sonst die 22 Minuten. Ja genau, treff mich, obwohl du mich nicht triffst. Ah, oh, ich liebe diese Logik. Und wie sagt der Angriff jetzt nicht getroffen? Schild regenerieren. Ich glaube, ich mache jetzt nur Schild. Und dann setzen wir auf. Wieso habe ich kein Schild mehr? Dann Schild. Ach komm, bleib doch stehen. Ey, man sollte das so machen, dass welche kritische Treffer landen können. Und Schild drauf. So, entweder ich jetzt kritische oder sie kritische. Komm. Mist, ich habe keine MP für Schilder. Und ich sollte meine Teammember wenigstens heilen, wenn ich keine Schild machen kann. Kein Bock, dass die sterben. Aua, ich bin gleich tot. Das darf ich nicht zulassen. Aua, 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 aua. Vielen Dank. Oh, wo kommst du denn auf einmal her? Heilen, komm bitte. Au, au, hallo, beweg dich, du Stahlkreuz. Oh, doch. Auch zum Durcharbeiten, ne? Mit Fragen und so. Oh, ja, das leg jetzt mal hin. Ja. Und schon wieder Game Over. Na gut, dann sieht man sich das nächste Mal.